Willkommen zu Zelda The Wind Waker HD Part 14. Ich bin in Portemonnaie und spiele Schiffe versenken. Oder besser gesagt, Kraken versenken. Das ist jetzt der sechste Versuch und ich hoffe mal, dass ich das dann bald mal auf die Reihe kriege. Der Rekord liegt bei 20. Okay. Das erste Monster, das ist das größte von allen, habe ich jetzt schon erledigt. Das kleine auch. Jetzt muss ich nur noch das mittlere finden. Und ich hoffe mal, das passiert bald, denn sonst schaffe ich das hier wieder nicht. Aber endlich. Mit 24. Das war fantastisch. Dank dir konnte der Frieden unserer Insel gewahrt werden. Ich glaube, die Kinder der Insel wollen sich auch überschwänglich bei dir bedanken. Hurra! Hurra, yippie, danke, vielen lieben Dank. Unsere Herzen quellen wirklich über vor Freude, sodass wir dir gleich ein ganzes Viertel davon entbehren können. Bitte nimm dieses Herzteil an, unseren Dank an. Genau deswegen wollte ich das machen. Drei Herzteile haben wir schon und eins fehlt noch, um das nächste Herz, also das sechste, zu bekommen. Also dann, die Firma dankt. Vergiss nicht deinen Regenschirm, wenn du gehst. Ja, was hat denn der? Ich brauchte überhaupt keinen Regenschirm, okay. Kurz hier hochgucken, was es hier so Schönes gibt. Achso, hier kommt man zum... Naja, zu dieser komischen Windmühle hier. Ja. Gut, nö, da wollte ich jetzt nicht hin. Ich wollte ja woanders hin, als wir uns nämlich die... die Galerie von dem Immanuel Kopfer angeguckt hatten. Gab es da zwei Schatztruhen, die wir gesehen haben. Und da möchte ich jetzt auch mal kurz hingehen. Ich stelle vorher noch den Wind richtig ein, damit das auch was wird. Ich mache das meistens von hier oben. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, da gibt es noch eine andere Position. So sollte es gut sein. Dekoblatt ist ausgerüstet. Dann... Los. Okay, der Winter ist nicht optimal eingestellt, aber wir schaffen das hierher. Sehr schön. Gehen hier rein und werden hier erstmal ein bisschen zerstören, weil hier sind Rubine drin. War ja sowieso wieder ein paar, denn ich möchte ja auch in diesem Part das 7-Meilen-Segel mir ersteigern. Und dazu brauche ich ein bisschen Geld, aber jetzt zu den Truhen. Was ist hier drin? Als erstes diese. Ein violetter Rubin, das ist sehr schön. Haben wir gleich wieder 500 zur Verfügung. Und hier. Die unscheinbarere Truhe birgt das bessere von beiden. Eine Schatzkarte, das ist natürlich sehr wichtig, ja. Okay, dann ist hier gleich ein neues Sidequest, wenn wir jetzt hier aus der Wand wieder rauskommen. Dauert allerdings ein bisschen, ist ja aber nicht schlimm. Und dazu brauche ich natürlich die Fotobox. Hier kommen wir raus. Und dann sieht man da diese beiden. Gut. 10 Jahre ist es nun schon her, dass ich mich der Fotografie verschrieben habe und der Ästhetik wahre Schönheit auf der Spur bin. Wie bewundernswert. Nanu, wer ist da? Was? Du bist es? Warum erschreckst du uns so? Ja, ist doch nicht schlimm, oder? Ich hab da nochmal geguckt.
Ich gehe also wieder hinaus und spreche dann mal hier unten diese zwei Frauen an, die sich eigentlich den ganzen Tag über hier unterhalten. Ja, sie läuft wirklich immer sehr aufgetakelt herum. Kaum zu glauben, dass sie eine Lehrerin sein soll. Gerüchteweise soll sie ja ein Berg von Accessoires bei sich horten. Nach Schmuck muss sie offensichtlich vollkommen verrückt sein. Jetzt sag bloß, du hast uns belauscht. Das ist aber ganz schön unverschämt, andere Leute Gespräche zu belauschen, merk dir das bitte. Und außerdem unterhalten wir uns über wahnsinnig wichtige Themen und schwierige Themen. Und das ist nichts für ein Kind wie dich. Das war's jetzt nicht, was ich erhofft hatte. Um die Ecke und die Treppe hinauf steht doch dieses rote Ziegelsteinhaus, nicht wahr? Da wohnt wirklich ein sehr eleganter Herr, musst du wissen. Ja, der geheimnisvolle und stattliche Fotomeister Immanuel Kokfa. Ach, wenn ich ihn nur sehe, entgleitet mir jedes Mal ein Seufzer. Aber es gibt doch Gerüchte, dass er seine heimliche Freundin haben soll. Und das, wo er einen so ernsthaften und rechtschaffenden Eindruck macht. Wer mag wohl diese Überglückliche sein, wenn doch nur jemand eines ihrer heimlichen Stelldichein fotografieren könnte? Das wollte ich hören. Was? Aber das sind doch... Der Fotomeister Immanuel Kock war und diese lichtbildbegeisterte Frau. Dann war also an der Geschichte mit der geheim gehaltenen Freundin von Immanuel Kock war nichts dran und alles war nur ein Missverständnis von uns. Die beiden sind nämlich seit langen Jahren gute Freunde und teilen ihre große Leidenschaft für die Fotografie. Wir müssen uns wirklich bei dir bedanken, dass du uns den wahren Sachverhalt aufgezeigt hast. Jedenfalls werden wir keine haltlosen Gerüchte mehr in die Welt setzen. Natürlich sollst du schon, was sollst du zum Dank auch was Schönes bekommen. Streck also bitte deine Hand aus. Eine Schatzkarte. Das ist sehr schön. Das meinte ich. Mein frecher Sohn hat die irgendwo gefunden. Sowas ist doch auch ganz nach deinem Geschmack, oder? Ja, Schatzkarten nehme ich immer gerne an. Ja. Ich mal kurz. Schatzkarte 24 war das und Schatzkarte 29. Schatzkarte Nummer 39 haben wir, glaube ich, im ersten Dungeon gefunden. Ich bin jetzt aber nicht sicher. Okay, dann habe ich mich im letzten Part irgendwo hier oben verabschiedet. Und ich wollte hier zu diesem Typ gehen. Ich spreche den jetzt mal kurz an. Hallo. Tja, so war es wohl auch nicht. Was ich auch probiere, es stimmt einfach nicht. Oh, wie unhöflich von mir. Ich war so vertieft in meinen Tanz, da habe ich dich ganz übersehen, mein Lieber. Ich bin Tera Volta. Tanzen ist mir wichtiger als drei Mahlzeiten am Tag. Da setze ich klare Prioritäten. Und eines Tages werde ich ein Star sein. Aber genug geplaudert. 1, 2, 1, 2, 3. Weißt du, vor langer Zeit, da habe ich mal jemanden getroffen, der konnte doch tatsächlich mit seinem magischen Tanz den Tag zur Nacht und die Nacht zum Tag machen. An den Tanz kann ich mich noch einigermaßen erinnern, aber der Rhythmus ist mir irgendwie entfallen. Sag, mein Lieber, hast du vielleicht den Rhythmus im Blut? Natürlich. Cha-cha-boom, cha-cha-boom. Oh ja, genau, das ist der Rhythmus. Dann kann's ja losgehen. Okay, das ist der Hinweis. Yeah. Rechts, links. Oh. Unten. Ja, ja, ja. Rechts, links, unten. Du hast die kleine Tag- und Nachtmusik erlernt. Wundervoll, ich kann mich wieder klar daran erinnern. Also dann, es werde Nacht. Okay, da geht ja mega ab. Aber wie kann das sein? Wieso tut sich denn rein gar nichts? Wieso denn nur? Tja, weil ich das vielleicht spielen muss. Und das mache ich natürlich auch gleich. Du hast die kleine Tag- und Nachtmusik gespielt. Denn nur in der Nacht kann auch versteigert werden. Der steht immer noch da oben rum und tanzt vor sich hin. Es ist niemand mehr auf der Straße. Aber ich gehe zu einer nächtlichen Auktion, die ich glaube hier in diesem Haus stattfinden sollte. Okay, mal gucken. Ja, das ist richtig. Hallo.
Guten Abend, guten Abend. Das Erdgeschoss dieses Hauses hier wird als Auktionshaus vermietet und auch heute gibt es natürlich wieder eine Auktion. Nun ja, Auktion klingt immer so hochgestochen. Es handelt sich schlicht und ergreifend um eine Versteigerung. Alle bieten einfach um einen Gegenstand um die Wette und wer alle anderen überbietet, ersteigert ihn dann auch. Und habe ich dein Interesse geweckt? Kinder wie Erwachsene sind hier gleichermaßen willkommen. Möchtest du an der Auktion teilnehmen? Verstehe, verstehe. Ach übrigens, jedwede Erklärung können wir uns ja wohl gänzlich ersparen. Na dann kommen wir doch gleich zur Sache. Dann wollen wir endlich beginnen. Zeit ist Geld, Zeit ist Geld. Das gilt natürlich besonders bei einer Auktion. Hier sehen wir unsere, naja, Gegner, gegen die wir bieten müssen. Und wir werden ja sehen, wer es am Ende ersteigert. Seien Sie mir willkommen, hochgeschätzte Kunstkenner und Raritätensammler, die Sie sich auch heute Nacht wieder so zahlreich eingefunden haben. Ja, ja, wieder einmal ist es Zeit für unsere Auktion. Welch kostbares Kleinod erwartet Sie wohl heute Nacht? Ich muss gestehen, auch mir treibt die Spannung schon den Blutdruck in die Höhe. Also dann, das heutige Exponat ist dieses welche. Oh, alter Lacker, das 7-Meilen-Segel. Was für eine Überraschung, dies ist gewiss kein Artikel, der einem alle Tage in die Hände fällt, meine Damen und Herren. Ja, ja, und wenn ich das sage, dann können Sie mir das auch ruhig glauben. So, dann wollen wir mit der Auktion beginnen. Als Öffnungspreis erhalte ich 100 Rubine für angemessen. Und los. Also man muss hier immer so lange drücken, bis man irgendwann oben angekommen ist und dann kann man bieten. Ich mache das meistens so bis Hälfte oder so, drei Viertel. Und dann am Ende fange ich dann an zu bieten. Die übertreffen sich jetzt alle gegenseitig hier. Und irgendwann sagt er dann eben, ja, jetzt beeilt euch mal, sind wir gleich fertig hier. Und bei dem 7-Meilen-Segel, da braucht man auch richtig viel Geld. Also wenn du da mit 200 ankommst, wird das wohl nicht reichen. Es wird dann auch mit der Zeit immer mehr, was die Leute hier so bieten. Und irgendwann, wie gesagt, ist das dann vorbei. Müssen jetzt eben ein bisschen abwarten. Wer sich jetzt wundert, ja, wir haben ja vor 2-3 Wochen gesagt, okay, jetzt in 2 Wochen keine Videos mehr und in 2,5 Wochen geht dann Mario Kart 8 weiter, aber ja, mein Kumpel ist noch ein bisschen länger im Urlaub, deswegen kommen wahrscheinlich erst Montag oder Dienstag die neuen Videos, also in 3-4 Tagen und dann werden wir sehen, wie das Ganze ausgeht. Ich fange jetzt hier nur mit Mario Kart 8 an, weil es gerade langweilig ist. Die ganze Zeit eben zugucken und warten. Und jetzt labert er langsam. Dass es fast zu Ende ist. Jetzt überbieten sie sich alle gegenseitig. Ich kann ja überhaupt nicht drücken. Aber will ich eigentlich auch noch gar nicht. Denn der sagt, glaube ich, noch 2-mal was. Okay. Sag was, ich will jetzt nichts bieten. Scheiße. Ja, ja, okay. Ich biete einfach mal 5 Rubine und dann muss ich ein bisschen abgehen. Es bleiben nur noch wenige Augenblicke. Entscheiden Sie sich jetzt. Ja, ich muss jetzt ein bisschen abgehen hier mit drücken. Die letzten 5 Sekunden. Scheiße, ey, wenn ich jetzt nicht abgehe. So, jetzt ich. Wir sind bei 219 und jetzt muss man mal ein übelstes Angebot machen, dass dieses ja alle von Socken haut. Ich mache jetzt einfach mal 270. Und jetzt sind sie alle total K.
Keine Ahnung, wir haben eben nicht erwartet, dass ich so hoch biete. Links Geburt hat allen anderen Vorläufen erstmal kräftig die Sprache verschlagen. Meine Güte, ist der Kleine denn des Wahnsinns? Ich drücke nochmal ein bisschen. Zum ersten und zum zweiten und zum dritten. Das heute Exponat, das 7-Meilen-Segel, geht an Link für 270 Rubine. Ich muss schon sagen, herzlichen Glückwunsch. Ja, ja, da darf man ruhig neidisch sein. Ja, es gibt also das 7-Meilen-Segel. Das macht dich schneller. Außerdem wirst du den Wind immer im Rücken haben. Du musst nicht mehr in mühsamer Kleinarbeit die Windrichtung bestimmen. Kurze Seereisen garantiert. Ja, ja, so jung, aber hast es schon faustdick hinter den Ohren. Na, wenn du aber weiterhin so freigebig mit deinem Geld umgehst, endet das noch böse. Nun gut, sowohl die Freimütigen als auch die Knauserigen. Ich entlasse sie hiermit alle. Wie immer habe ich ihnen allen aufs Aufrichtigste zu danken. Ich erlaube mir sodann, die heutige Auktion für beendet zu erklären. Meine Damen und Herren, gehaben Sie sich wohl. Okay. Dann haben wir also das 7-Meilen-Segel ersteigert, aber es gibt auch noch andere Sachen. Es gibt ein Glücksamulett. Mal kurz gucken, wie viel ich gerade habe. 14 Stück, okay. Und es gibt auch noch etwas. Ich weiß aber nicht, ob da 230 Rubine für reichen. Ich gehe einfach nochmal rein. Wir machen noch eine Auktion mit. Und, mal sehen, ob vielleicht die Schatzkarte jetzt versteigert wird. Ich lese das jetzt auch nicht alles nochmal vor. Einfach, bleibt einfach so, wie es ist. Ja, labert ja ein bisschen jetzt. Und mal sehen, ob ich nochmal Glück habe. Ein Herzteil. Das ist auch interessant. Das wusste ich gar nicht, dass es sowas auch gibt. Äh, 80 Rubine. Ich weiß nicht, ob da meine 230 ausreichen. Oh. Ich mache wieder ein bisschen bis zur Hälfte oder so. Und dann warte ich einfach wieder ein bisschen ab, ne? Kommen wir gleich aufs nächste Spiel zu sprechen. Dr. Kawashimas Gehirnjogging. Ich bin gerade fieberhaft dabei, jeden Tag zu spielen, dass ich mal eine neue Übung freischalte, weil es fehlen noch drei. Und Sudoku möchte ich auch noch machen. Ich weiß gar nicht, ob es das da gibt. Mal sehen. Deswegen geduldet euch noch ein bisschen. Es ist nicht meine Schuld, dass ich die Parts gerade nicht spielen kann, aufnehmen kann, weil wenn es keine neuen Spiele gibt, bringt es mir natürlich nichts. Und was ist da, das ist der Typ neben mir oder was? Ja, gut. Die bieten wieder vor sich hin. Das Herz da, es wäre natürlich enorm wichtig, weil dann würden wir gleich noch ein neues Herz bekommen. Das wäre überhaupt nicht so schlecht. Naja, mal sehen, ob wir das auch ersteigern können. Wenn das so weitergeht, dann bin ich wirklich bald pleite, muss ich sagen. Aber man kriegt hier relativ viel Geld, wenn man sich mal ein paar Schätze krallt auf dem Meer. Und wir haben jetzt nochmal eine relativ lange Seereise vor uns. Deswegen wird das schon alles hinhauen. Und das 7-Meilen-Segel ist jetzt am Anfang sowieso das, was man eigentlich braucht. Wofür man auch Geld benötigt. Jetzt gehen sie alle ein bisschen ab. Ich gehe jetzt nochmal auf 3/4. Dass ich dann, falls doch hier irgendwas ist, dass ich schnell bieten kann. 146. Ja, doch, ich komme schon hin mit meinen 230 Rubinen. Obwohl, so langsam muss ich wahrscheinlich aufs Ganze gehen und die ganze 230 Rubine bieten, aber das ist ja egal. Solange ich es dann kriege. Ja. Wäre schlecht, wenn nicht.
Ja, jetzt am Ende gehen sie aber schon noch mal ziemlich ab. Es dürfte jetzt nicht mehr so viel kommen, sonst bin ich ein bisschen aufgeschmissen. Los, blast das jetzt ab. Ich will das haben. Hallo. Verdammt, ich krieg's nicht. So, ich gehe jetzt aufs Ganze. Ich mache die ganzen 130 Rubine rein. Nein, wie süß, der bietet ja richtig mit, oh mein Gott. Nein, ich brauche überhaupt nicht mehr zu drücken. Oh, danke. Ich habe ihnen nicht die Sprache verschlagen, aber keiner hat es mehr geschafft, das noch rumzureißen. Das heutige Exponat, ein Herzteil geht an Link für 230 Rubine. Ich muss schon sagen, herzlichen Glückwunsch. Du hast dein Herzteil gefunden, vier dahin, keines mehr im Sinn. Deine Energie erhöht sich um 1. Ja, ja, so jung, hat es aber schon faustdick hinter den Ohren. Na, wenn du aber weiterhin so freigebig mit deinem Geld umgehst, endet das noch böse. Nun gut, sowohl die Freimütigen als auch die Knausrigen, ich entlasse euch. Okay, 0 Rubine, aber dafür ein Herzteil. Das ist, gut. 6 Herzen haben wir jetzt schon. Dann habe ich für diesen Part alles geschafft, was ich schaffen wollte. Aber ein was mache ich mal kurz noch. Wenn wir schon gerade Nacht haben. Ich muss ihn mal suchen, den Mond. Wo ist der Mond? Ist kein Mond da oder was? Ich brauch den aber. Na gut, dann machen wir das mal später, wenn wir den Mond mal sehen. Alles klar. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen oben nach hoch da. Nach hoch, nach oben da. Und tschüss.